Hi, eine Frage. Ich bin getauft, aber schon vor ein paar Jahren ausgetreten. Die Kirche war mir damals egal. Jetzt möchte ich aber gerne wieder dazugehören. Wie geht das denn? Na du, das ist ziemlich einfach. Du gehst zu einer Pfarrerin und sagst, hallo, ich möchte in die Kirche eintreten. Die Pfarrerin notiert deinen Namen und deinen Geburtstag, die Anschrift und falls du das noch weißt, wann und wo du getauft worden bist. Und schon gehörst du wieder dazu. Ich muss also nicht begründen, warum ich damals ausgetreten bin und jetzt wieder eintreten will? Das ist ja gut. Und was kostet das? Na du, der Kircheneintritt, der kostet selbst gar nichts. Von deinem Lohn wird dann aber später regelmäßig Kirchensteuer abgezogen. Das sind so 9% von der Lohnsteuer. Ja, das ist okay. Mir gefallen ja die kirchlichen Feste, der Segen und sowas. Und in der Bibel stehen viele Sachen, die mir wichtig sind. Ich glaube, dass die Kirche viele gute Sachen tut. Das will ich auch. Na, jetzt hast du es ja doch noch begründet. Aber du kannst dann übrigens auch Taufpatin werden. Und was ist, wenn mein Freund auch eintreten will? Der ist aber nicht getauft. Na, dein Freund, der kann sich taufen lassen. Das besprecht ihr aber direkt am besten mit der Pfarrerin, okay? Ja, danke. Tschüssi. Ja, ciao. Mach's gut.